Ey, Alina, du als Pole, ne? Und ich muss ehrlich sagen, das polnische Essen, ich war ja letztens in Polen und ich finde, das polnische Essen ist so viel geiler als hier in Deutschland. Nee, das deutsche Essen ist viel, viel besser. Aber auch, ne, also ich muss sagen, die Architektur in Polen, die ist einfach viel besser als hier in Deutschland. Nee, die in Deutschland ist viel, viel besser. Hast du dich mal in Polen umgesehen? Das sieht so schön aus. Also nee, hier in Deutschland, die Häuser, die sind so cool. Die sind besser aufgebaut als in Polen. Nee, Polen ist besser. Nee, Polen ist besser. Aber auch diese Musik, hast du mal diese Musik gehört? Boah, diese Musik, die polnische Musik, die hört sich so schön an. Besser als deutsche Musik. Die deutsche Musik, die ist besser als die polnische. Was ist deutsche Musik? Thüringer Klöfchen, die mag ich gern. Was ist das? Besser als die deutsche, die polnische. Polnische Musik ist besser. Nein, deutsche. Polnische Musik. Deutsche Musik. Polnische Musik. Deutsche Musik. Polnische Musik. Oh mein Gott. Was habe ich gemacht? Nein. Scheiße. Das hätte nicht passieren dürfen. Scheiße, ich muss ihr helfen. Ich muss einfach. Ja, ich muss ihr helfen. Ich muss den Notruf wählen. Hallo? Rettungsleitstelle Neumünster, wo ist der Unfallort? Im Falderapark in Neumünster. Wer ist am Telefon? Mein Name ist Bob Wolfskin. Okay, Bob, welche Art der Verletzung liegt vor? Ich glaube gar keine. Sie ist nur bewusstlos. Hat die Person eine Brille auf? Und wenn ja, bitte abnehmen. Ja, okay. Habe ich gemacht und jetzt? Die Person ansprechen, schütteln und die Atmung überprüfen. Alina, du musst aufwachen. Alina, wie überprüfe ich ihre Atmung? Den Kopf überstrecken, Mund aufmachen, ihr Ohr an den Mund legen, die Hand auf den Bauch und mir sagen, ob sich der Bauch bewegt. Ja, der bewegt sich. Okay, sehr gut. Jetzt die Person in die stabile Seitenlage bringen. Dazu den linken Arm in die L-Position legen, den anderen Arm über die Schulter anwinkeln, Hand auf dem Ellenbogen lassen. Die ganze Zeit? Ja, genau. Dann mit der Hand das auf das Knie fassen und das rechte Bein anwinkeln. Dann zu sich drehen, so lange, bis es den Boden berührt. Jetzt den Kopf überstrecken und den Mund aufmachen, sodass Erbrochenes rauslaufen kann. Und jetzt mit der Person weiterreden, bis die Rettungskräfte eintreffen. Rettungsdienst! Ich muss ihr helfen. Nicht wundern, okay? Wir drehen sie einmal auf den Rücken. Oh mein Gott, kannst du den anderen nehmen? Ich geh so um das zocken spazieren. Oh mein Gott. Hallo. Kein A-Problem. Kein B, kein C, kein D, kein E. Ich hoffe, es geht dir bald besser. Ja, es wird dir bald besser gehen. Mein Gott, das hätte niemals passieren dürfen. Hallo. Oh mein Gott, das hätte nicht passieren dürfen. Ruhig. Setzen Sie sich mal hin. Kein B. Kein C. Alles ist gut. Ja, okay. Knie. Ja, Knie. Nee. Ja, und das andere Bein auch. 95. Gut. Wo bin ich? Oh mein Gott, es geht dir besser. Wo bin ich? Wir sind im Falderer Park. Wie ist das alles passiert? Also, wir haben uns gestritten, weil sie ist Polin und ich bin halt Deutscher. Und ich finde, in Polen sind ein paar Sachen besser, wie zum Beispiel das Essen. Ich finde, das schmeckt einfach besser in Polen. Und sie war halt nicht der Meinung und ich meinte dann halt, dass zum Beispiel die Architektur, dass die halt einfach besser ist. Mhm. Und da haben wir uns dann halt gestritten. Die Kulturen sind nicht alle so unterschiedlich. Wir halten alle zusammen. Egal wie alle aussehen oder wo sie herkommen, helft die Person immer. Wenn ihr erste Hilfe lernen möchtet, kommt zum Jugendrotkreuz Neumünster, wo in der Schützenstraße 14 bis 16 Baden, Mittwoch, Stufe 1 beginnt um 16:30 bis 18. Und die Stufe 2 beginnt von 18:30 bis 20, im Alter von 6 bis 18 Jahren. In der Stufe 1 beginnt man von 6 bis 11 Jahren und Stufe 2 beginnt man von 11 bis 15 Jahren.